Schönen guten Morgen, wir haben kurz nach 7:30 und ja, der Arbeitstag geht heute wesentlich früher los als ursprünglich geplant, denn eigentlich hatte ich gestern nur eine Inbetriebnahme im Raum Tuttlingen und gestern Abend ist dann jetzt noch ein Störungsticket dazugekommen mit einer hohen Priorität im Raum Tübingen, das heißt, ja, da bin ich jetzt mal unterwegs, hab natürlich jetzt erstmal ein bisschen Fahrerei und dann gucken wir mal, was da Sache ist. Jo, demnächst bin ich beim Kunden und zwar handelt es sich hier um eine Schule. Da ist wohl ein Router offline und ja, das muss ich erstmal prüfen. Außerdem muss ich dringend AdBlue nachtanken, weil ich habe jetzt gerade noch für 60 Kilometer, der meckert die ganze Zeit rum, keinen Motorstart mehr. Und ja, das ist die nächste Aktion nach der Störung. Erstmal irgendwo AdBlue tanken. So, ich bin da. Jetzt muss ich mal Eingang suchen hier. Ja, Hölle, Hölle, was für eine Bandbreite. 2303 im Down und 0,2 im Up, ne? Da geht was. Jo, hier ging es um diesen Cisco-Router, ein alter 800er. Der lief erstmal über dieses alte Modem. Das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Jo, jetzt haben wir ein neues Zeigsel ran gemacht. Und der Router ist online, war es aber vorhin auch schon. Und ja, hat jetzt eigentlich nur zwei, drei Abbrüche die letzten paar Tage. Also eigentlich kein Riesengrund, hier Alarm zu machen. Morgen. So, jetzt habe ich hier noch einige Telefonate geführt, weil mein Plan ist es, eventuell hier noch ein Ticket zu bekommen in der Region oder beim Runterfahren, damit sich das jetzt hier so einigermaßen lohnt, die ganze Fahrerei. Ja, die Dispo checkt es jetzt ab, ob der Kunde eventuell da ist. Heute Morgen ist auch ein Privatkunde und dann könnte ich dann eine Störung machen. Ne? So im Großraum Sigmaringen. Da hätte ich auch noch eine Derangierung. Also von dem her wäre das okay. Ne? Jetzt mal abwarten, was geht. Jo, die Störung ist da. Das heißt, ich fahre jetzt in Raum Sigmaringen. Das sind jetzt so knapp 35 Minuten und das passt eigentlich wunderbar. Dann habe ich nochmal eine Störung bekommen heute. Also jo, es füllt sich so langsam das Auftragsbüchlein, ne? Das Imaginäre. Ja, höchste Eisenbahn. So, AdBlue ist wieder aufgefüllt bis zum Anschlag. Und jetzt kann ich wieder weiterfahren. Habe jetzt noch ca. 25 Kilometer zum Kunden und habe mir jetzt auch gerne was zum Frühstücken geholt. Na, also, weiter geht's.
Ja, und apropos Essen, heute Abend ist wieder Kochabend angesagt, ab 19 Uhr. Ich werde wieder aus Hänsler schnelle Nummer kochen, aus dem Kochbuch von ihm. Und ich weiß noch nicht mal, was ich koche heute Abend. Auf jeden Fall nichts mit Kartoffeln, weil ich kann keine Kartoffeln mehr sehen. Denn nach meinen zwei letzten Rezepten hatte ich zwei Säcke Kartoffeln und habe immer versucht, mal wieder ein paar Kartoffeln mit reinzuarbeiten. Ja, also fast jeden Abend. Und deshalb gibt es heute nichts mit Kartoffeln, das ist schon mal sicher. Aber ich muss mir noch Gedanken machen, ne? Aber erst später. Ja, ich bin jetzt gleich beim Ticket bzw. am Technikstandort. Und zwar meldet ein Kunde Totalausfall. Das heißt, ich prüfe jetzt erstmal am Port, ob da überhaupt Signal anliegt und mache eine Talmessung Richtung Kunde und. Und dann werde ich hoffentlich das Ding gelöst bekommen. Ne? Also bin gleich da und ich hoffe, es fängt jetzt nicht an, irgendwie stärker zu regnen. Ja, hier war ich auch noch nie bis jetzt und deshalb muss ich jetzt erstmal gucken, wo das MFG, das Multifunktionsgehäuse ist. Das müsste jetzt eigentlich gleich auftauchen, wenn ich den Daten hier trauen kann vom Netzbetreiber. Und zwar auf der linken Seite, irgendwo links. Ja, da steht schon mal ein KV. Ja, und mein Multifunktionsgehäuse daneben. Also, sehr gut. Jo, ich stehe hier am geöffneten MFG. Ja, langsam fängt es an zu tröppeln. Also, so sieht es so aus. Ist schon nicht allzu viel los. Ist also nur Luft nach oben, so baugruppentechnisch. Ja, jetzt gehen wir auf den Kundenport drauf. Schauen wir, ob das DSL anliegt. So, ich bin auf dem Port des Kunden hier drauf. Der Argus macht auch schon Handshake. Und wird das hoffentlich gleich synchron mit 50.000. Schauen wir mal. Zack, und ja, also voll synchron mit 51.196 zu 5.115. Also, Port scheint soweit in Ordnung zu sein. Jetzt geht es an die galvanische Messung Richtung Kunde. Ja, die galvanische Messung ist durch. Und was mir jetzt auch schon wieder stutzig macht, ist die Nanofarad. Ja? Weil laut Netzbetreiber sind es 250 Meter. Und hier messtechnisch würde ich mal sagen, es sind gerade mal 100 oder so, ja, auf beiden Adern. So, jetzt haben wir gerade festgestellt, dass der Kundenport defekt war. Und zwar war das der hier. Mit dem sind wir jetzt umgezogen auf den Stift, ja. Kundenbox ist jetzt synchron, aber Netzbetreiber hat noch keine Einwahl. Jetzt ruft er dem Kunden mal schnell an, dass er die Box neu startet. Dann kommt hoffentlich die Einwahl und ich kann mir den Weg dorthin ersparen. Schauen wir mal. Ja, jetzt hat der Netzbetreiber den Kunden leider nicht erreicht. Er geht nur die Mailbox rein. Das heißt, ich muss jetzt kurz vorbeifahren. Sind aber nur ein paar hundert Meter. Ja, mittlerweile regnet es wie Sau. Ja, also gutes Timing gehabt. Und ja, jetzt bin ich gleich beim Kunden. So, wunderbar. Erledigt. Box ist wieder synchron und eingewählt. Und Kunde kann wieder online gehen. Also, was will man mehr? Ja, und jetzt geht's Richtung Sigmaringen noch für eine Derangierung. Das ist jetzt auch nochmal um die 30 Kilometer. Ja, und wie gesagt, mittlerweile regnet es leider. Aha, hat eines nicht angelassen. Ja, ich bin im ÜVT und mache jetzt hier auch noch eine Derangierung von der 2M-Begleitung. Ja, und dann geht's weiter.
Ja, man ist die 2 Mbit-Strecke hier, einmal RX-TX, ja, jeweils 2 Doppeladern. Die gehen dann hier runter, praktisch rüber zum HVT und die fliegen jetzt raus. Wegen Kündigung etc. pp, keine Ahnung. Ja, that's it. Jo, total irres Wetter. Mittlerweile scheint nämlich hier wieder die Sonne. Also echt krass, Mensch. Wie im April. Der Servicetechniker Blitzer Info, und zwar in Engelswies stehen sie und blitzen beidseitig. Na, also schön aufpassen. Ich bewege mich übrigens wieder auf den Landkreis Tuttlingen zu. Ich habe nicht genau nur 2 Aufträge gehabt in dem Bereich. Ja, und den Auftrag, den ich ursprünglich als erstes machen wollte heute Morgen, den muss ich jetzt als letztes machen. Ich erreiche aber den Kunden nicht, weil der Netzbetreiber nur die Festnetzrufnummer abgefragt hat. Was natürlich schwachsinnig ist, wenn heute die Umstellung ist auf einen anderen Netzbetreiber. Ne? Da wäre es mit der Handynummer natürlich schon ein bisschen besser, aber ja. Habe ich keine. Mal gucken, ob der Kunde nach uns da ist. Ja, mittlerweile haben wir so richtiges Scheißwetter. Also voll der Herbst. Ne? 14 Grad, es regnet. Hier ist sogar neblig noch wie die Sau. Ja, aber ich bin jetzt gleich bei meinem nächsten Kunden, und zwar ist der Geschäftskunde. Da wird an seinem Cisco-Router heute ein Mobilfunk-Backup eingerichtet. Ja, einfach zur Sicherheit. Backup-Lösung, ja, falls die Festverbindung mal weg ist. Ja, und ich bin in wenigen Minuten vor Ort. Das ist krass, oder? 13 Uhr und 7 Minuten, hier ist Nebel wie die Sau, ne? Auf dem Heuberg übrigens, ja. So Wehingen-Gosheim. Ich stehe auf dem Parkplatz des Kunden, das rauche ich erstmal. Ne? Übrigens meine 4. Zigarette heute. Ne? Also im Moment rauche ich so zwischen 8 und 10 Zigaretten am Tag. Klappt hervorragend. Bin stolz auf mich. So, ich bin vor Ort. Muss jetzt erstmal hier ein bisschen rumkrabbeln. Da unten ist er. Sind zwar schon Antennen drauf, aber es gibt noch kein Mobilfunk-Backup. Ne? Manche Techniker machen das halt einfach so. Ja, das habe ich mal abgehängt, damit die besser rankommen. Und ja, mache jetzt als erstes mal die SIM-Karte rein, ne? Und dann geht's weiter. So, der Router hängt wieder unten. Das Engineering ist gerade drauf und versucht die SIM-Karte einzurichten. Und ich habe jetzt hier nur zur Sicherheit eine externe Antenne angebracht wegen Empfang. So, das hat jetzt auch wunderbar geklappt. Empfang könnte ein bisschen besser sein, aber wir sind hier natürlich so sehr ländlich, ja. Aber ja, gut, so ein Mobilfunk-Backup ist ja eigentlich nur, wie es der Name schon sagt, ein Backup, wenn die Festverbindung wegraucht, dann muss die halt eine Zeit lang überbrücken, einigermaßen. Ne? So, und jetzt war ich zu meinem letzten Ticket. Ich hoffe, dass der Kunde noch vor Ort ist. Ich habe ihn nicht telefonisch erreicht, weil keine Handynummer, aber ich fahre jetzt vorbei. Das sind 13 Kilometer und liegt mehr oder weniger auf dem Heimweg. Und ja, dann schauen wir mal.
Ja, aber jetzt war ich etwas überrascht, weil in meinem Auftrag steht eigentlich gar nichts drin von der Glasfaserstrecke. Da hat irgendwie jemand den falschen Text reinkopiert in den Auftrag. Ne? Aber ist auf jeden Fall ein Glasfaser. Hab mich jetzt gerade erkundigt, 50 Mbit und jetzt fahre ich zum Technikstandort und schalte die Leitung durch. Ne? Und da ist es, das gute Stück. So, hier bin ich. Und hier ist eigentlich immer gleich bei dem Netzbetreiber rechts die Technik. Links die Ports der Kunden. So, jetzt gucken wir mal, ob ich irgendwo meinen Laser blinken sehe oder ob ich erst abdunkeln muss. Ja, und ich musste tatsächlich abdunkeln, damit ich hier das Licht sehe. Ne? Also, Leitung kommt dann. So, der Kunde ist hier gepatcht. Das ist in Ordnung. Und kommt hier an, ne? Und wandert jetzt auf den Port 12 hier und dann fahre ich wieder zurück. Und da müsste jetzt eigentlich dann schon ein Kaffee bereitstehen vom Kunden, ne? Ich glaube, der Kunde hat immer gecheckt, dass ich eigentlich 5 Stunden zu spät bin. Ja, also keine Ahnung, was der für eine Zeitangabe hatte, aber jo, alles gechillt, wie gesagt. Hat mich gefragt, ob ich einen Kaffee trinken möchte, wenn ich wieder komme. Da habe ich gesagt, na klar. Und ja, jetzt werde ich noch eine Fritzbox in Betrieb nehmen, eine 7590. Oh, da müsste es gewesen sein für heute. Ja, jetzt hat mich der Kunde hier komplett alleine gelassen. Keine Ahnung, was die machen hier. Relativ großes Gebäude. Don't know. Muss ich nachher mal fragen. Ja, auf jeden Fall, ich bin gerade dabei, hier den ONT zu installieren. Am Glas APL, ne? Geht jetzt hier darüber. Netzteil, das sieht natürlich alles ein bisschen kacke aus. Das muss der Kunde einfach ein bisschen Schönheitsreparaturen machen. So, und ich werde jetzt hier die Fritzbox installieren. Und immer wieder die gleiche Problematik, einfach immer zu wenig Steckdosen vor Ort. Ne? Das muss ich halt so machen. Der Kunde muss halt irgendwann mal eine Mehrfachsteckdose hierher machen und einfach den Kabelkram ein bisschen aufräumen. Ja, und noch der obligatorische Speedtest. Boah, Bandbreite geht sogar über 50. Ja, Hölle, Hölle, Hölle. Ja, Upload ist auch in Ordnung. So, Abflug. Ja, erledigt. War jetzt eigentlich ein guter Tag, hätte ich gar nicht gedacht. Gestern hat es nach einem popligen Auftrag ausgesehen, jetzt waren es dann doch noch insgesamt 5. Also, alles im grünen Bereich. Ich fahre zu Hause, habe nur 20 Minuten Heimfahrt. Sehr angenehm. Ja, heute Abend wird wieder gekocht, ab 19 Uhr bei TikTok. Und ja, da muss ich jetzt auch erstmal mir nochmal einen Kopf machen, was ich denn überhaupt koche. Und noch einkaufen, ne? Das wird wieder spaßig. Also, eventuell sehen wir uns heute noch bei TikTok. Ansonsten, ja, morgen in alter Frische. Ja, morgen ist Wochenende, Freitag und mal gucken, was da noch geht. Na, bis dahin. So, ich war einkaufen für heute Abend. Und ich kann schon mal eins verraten, heute Abend gibt es Fleisch. Leider nicht. Und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was rosa Champignons sind. Parmesan, Tomate, Frühlingszwiebel und jetzt kommt's, eine Laugenbrezel. Ne? 19 Uhr geht's los, der Servicetechniker kocht den Hänsler. So, meine Lieben, wir haben gegessen und mittlerweile schon jeder ein Bierchen hinter sich. Ne? Das Verdauungsbier. So ist das Verdauungsbier. Ja, Essen war gut. Ja, Essen war gut. Die Brezel... Der hat es nicht so geschmeckt, aber ich fand's gut. Aber die Brezel hat auch geschmeckt? Es war halt lasig. Aber sonst war es top. Ja, war schon seltsamer Geschmack, die Brezel, gell? Also, ich würde mir jetzt keine Brezel mehr anbraten. Ja, also, wir haben hier noch viele interne Gespräche so über den